Ruth Baumgarte, Turn Out the Fire. So lautet die aktuelle Ausstellung im Ludwig-Museum in Koblenz. Warum brannte in der Berliner Künstlerin das Feuer Afrikas? Zur Eröffnung kamen zahlreiche kunstinteressierte Gäste, die Ruth Baumgartes Sicht auf Afrika sehen wollten. So wurde die Veranstaltung am Tag feierlich eröffnet. Turn Out the Fire ist ein Titel, der auf viele Arten verstanden werden kann. Wir fanden, dass mit Turn of the Fire eigentlich eine gute, positive Verbindung geschaffen wird, weil es im Grunde bedeutet, dass auch ein anderer Blickwinkel gesucht wird, als den man vielleicht sonst mit dem Feuer verbindet. Also das Feuer ist ja im Grunde erstmal etwas, was wärmend ist, aber was auch zerstören kann. Letztendlich glaube ich aber, dass ein Feuer auch so etwas wie reinigend sein kann, dass daraus Neues entstehen kann, aus den Relikten des Feuers. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Bildtitel umzugehen, und wir fanden ihn sehr signifikant für das Werk, für das Lebenswerk von Ruth Baumgarte, die sich ja doch durch ihre 40 Reisen, die sie nach Afrika und verschiedenste Staaten unternommen hat, dass sie sich da doch wirklich verpflichtet gefühlt hat, diesem Land ihre ganz spezielle künstlerische Prägung auch zu verleihen. Ruth Baumgarte war eine sehr charismatische Frau, die ihre Leidenschaft für den schwarzen Kontinent in ihren Werken ausdrückte. 2013 verstarb die Künstlerin und hinterließ einen Sohn. Gemeinsam wurde bereits zu Lebzeiten der Künstlerin die Stiftung Ruth Baumgarte gegründet. Es ist so, dass meine Mutter in einem hohen Alter, sie war ja bis ins hohe Alter sehr, sehr aktiv noch und ist auch noch bis zum 86. Lebensjahr intensiv nach Afrika gereist. Aufgrund einer von ihr bewusst nicht durchgeführten Herzoperation, der sie sich dann doch unterziehen musste, infolge von Fehlbehandlungen zwei Schlaganfälle bekommen hat. Und diese Schlaganfälle führten final natürlich zur erheblichen Schwäche des Körpers und dann auch final nachher natürlich zu ihrem Tod. Und da ich selbst viele Nächte teilweise auch auf der Stroke Unit verbracht habe, habe ich ganz entsetzliche Dinge dort gesehen, die man eigentlich gar nicht beschreiben kann, von Leiden und auch von Sterben und von all diesen Dingen. Und ich glaube, es wäre ein Bedürfnis meiner Mutter gewesen, dass wir dieses Engagement eingehen. Und ich denke schon, dass es auch für den richtigen Zweck ist, weil der Schlaganfall kann jeden treffen, Kinder, uns alle, mich, sie, jeden, der letztendlich auf der Straße ist. Versteigert wurde ein Bild des Afrika-Zyklus bei einem Charity-Dinner zugunsten der deutschen Schlaganfallhilfe. Deutschland hat ja auch eine ganz, ganz starke Spendenkultur und eine ganz starke Ich helfe und tue Gutes und will damit unterstützen Kultur schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und wir freuen uns, dass es immer noch Menschen gibt, die das Ganze aktiv begleiten und tun und damit letztlich vielen anderen Menschen auch mit zur Seite stehen. Wir sind ganz dankbar, dass Herr Baumgarte dieses Werk aus seinem privaten Besitz zur Verfügung stellt. Seine Mutter hat zwei Schlaganfälle erlitten, deshalb ist er sehr stark mit dem Thema verbunden. Und das ist natürlich ganz wichtig für uns als Schlaganfallhilfe. Das Erste, was man tun kann, ist, über den Schlaganfall zu sprechen, dass man weiß, wie man ihn erkennt, dass man im Notfall ganz schnell handelt. Und was man natürlich noch kann, ist etwas Gutes zu tun, also mitzubieten, mitzusteigern und zu spenden, damit wir unsere Arbeit weitermachen können und Patienten versorgen können in Deutschland. Hannelore Hoger hatte Ruth Baumgarte noch kennengelernt. Die Schauspielerin ist immer wieder aufs Neue fasziniert von der Kraft der Bilder. Die Bilder haben alle eine Wucht, ja, haben ein starkes Gefühl und ein starkes und Personen. Es sind sehr viele Frauen, die gemalt sind, ja, aber auch Männer. Es ist für eine wirklich tolle Sache. Und es sind ja auch sehr viele Kinder, denen geholfen wird, soweit ich das erinnere, weil es schon, man weiß es gar nicht. Es gibt sehr viele kleine Kinder, die schon Schlaganfälle hatten. Das ist eine heftige Krankheit. Ja. Am Abend des Charity-Dinners kamen durch Losverkäufe und der Versteigerung des Bildes in Ägypten von Ruth Baumgarte rund 20.000 Euro zusammen. Dies soll der deutschen Schlaganfallhilfe helfen, diese wichtigen Aufgaben in Zukunft erfolgreich fortzusetzen.